So endstrahlmäßig, weißt du? Noch nicht mal Mittelstrahl. Ist der letzte Rotz. Der allerletzte Rotz. Och mein Gott, hör mal, sehe ich aus wie Inspektor Gadget oder was? Naja, mit Hut und Bärtchen vielleicht. Dein erster Hack: Schärfe eine Schere mit Hilfe von etwas Alufolie. Go-Go Gadget. Also ich gehe davon aus. Also so jetzt einfach nur runter. Und das soll die Schere dann schleifen. Das ist natürlich Alu, das ist natürlich auch Metall. Das ist ein weicheres Metall, weil eine Schere wirst meistens aus ST37, auch als Wald- und Wiesenstahl bekannt, weil er sehr günstig ist und von der Dichte her nicht so hoch. Bongossi-Holz ist übrigens härter als ST37. Ich angebe. Und das könnte natürlich sein, dass es dadurch dann jetzt rechts und links geschliffen wird. Also stumpfer ist auf keinen Fall, aber ja, ob die jetzt schärfer ist, weiß ich nicht. Ich mach noch mal so einen. Gib mir bitte die verrostete Schere, genau. Genau, das ist eine geile Idee. Die schneidet nämlich so gut wie gar nicht. Die ist geil. Die ist geil. Die schärfer. Tatsache. Da musst du zwar noch ein bisschen machen, weil die hat ja wirklich. Die war ja so schneidfähig wie ein Kantholz. Ey, du merkst es richtig, das ist faszinierend. Die war ja wirklich null scharf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, coole Geschichte. Gefällt mir. Das ist ein Lifehack. Dann versuch doch jetzt mal aus einer Scheckkarte mit Hilfe einer Schere und einer Kerze einen Ersatzschlüssel zu basteln. Junge, ey, das ist hier Daniel Düsentrieb, ne? Ich mache jetzt einfach mal die Kerze an, so. Ach, den lege ich dann hier drauf. Dann brennt er sich ein und dann schneide ich das mit der Schere raus. Ich nehme jetzt den Schlüssel, wenn das nicht geht, Digga, ne? Das halte ich hier mit fest bestimmt, ne? Er klebt fest, glaube ich. Der ist doch heiß! Der ist doch heiß! Ne, der muss länger, der muss heißer werden. Der muss fast glühen, damit du da was reinbrennst. Halt, mach du mal weiter heiß, bitte. Danke. Boah, alter Schwede. Geht nicht mehr runter. Boah, beim Schlüsseldienst kostet ein Ding 4,95. Verstehst du? Ich muss meine Brille aufsetzen. Ja, aber die eine Seite ist hier gerade. Totaler Schwachsinn. Was ist das? Das sieht eher aus wie der Eiffelturm. Das ist nicht stark genug. Das ist völlig für den Arsch, ist das. Ja, da legst du, da machst du den heiß, legst den da drauf. Ja, sicher. Völliger Mist. Guck mal bitte. Du kriegst doch diese Zacken mit einer Schere gar nicht so fein säuberlich alles ausgeschnitten. Dann ist das hier doch auch. Guck doch mal von der Materialstärke her. Schlüsseldienst ist hier sogar um die Ecke. Kriege ich in 12 Minuten hin.
4,95. Lassen wir dann wohl echt besser die Profis machen. Probier doch mal, ob das Kehrblech besser funktioniert, wenn du es mit etwas Klebeband tunst. Kehrblech, du hast ja immer hier unten so ein bisschen was, ne? Also ich gehe hin, so. Test mal direkt. Bin gespannt. Ich brauche ja nur mal festhalten, ist ja eh festgeklebt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Jedes Mal jetzt am Boden festkleben. Wenn du jetzt jedes Mal Klebeband nimmst, ne? Wird teuer, ne? Aber funktioniert einwandfrei, stimmt schon. Unsinniger Quatsch. Jetzt mal ohne Mist, ne? So, dann ziehe ich das mal 2 Sekunden hier hinter. Das ist ein Hack, oder? Ah, alle sitzen hier mit offenem Mund. Und ihr zu Hause auch. Genau. Alle Jahre wieder kommt das. Es weihnachtet sehr. Und deshalb bringt euch Santa Daffy ein paar Christmas Life Hacks. In der nächsten Folge von Daffys Hack Show. Ich kenne keine Weihnachtslieder. Danke.